Hallo, willkommen zurück zu Banners of Ruin. Wenn der Sound ein bisschen anders klingt. Sorry, ich habe einen Ventilator angemacht. Ich habe gerade mal das Thermometer hier. 30,3 Grad hat es in dem Zimmer, wo ich gerade bin. Mal gucken, ob das so funktioniert, wenn man den Ventilator zu stark hört. Dann muss ich demnächst wohl schwitzen. Okay, 20 Schaden kommen auf den unteren. Warum ist er nicht nur 14? Wieso hat er denn 24 vorher? Hat er das Schild mit reingezählt? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Naja. Ich muss auf beiden irgendwie Verteidigung draufkriegen. Das wird nicht funktionieren. Ich könnte mit ihm jetzt sagen, ja, hier, mach da mal. Ich glaube, das mache ich auch. Ich schiebe ihn mal so dahinter. Ich weiß nicht, ob das großartig was bringt, aber schauen wir mal. So, das wären einmal 3, das wären 15 Verteidigungen, die ihr gut braucht. Ja, komm. Das sollte jetzt eigentlich ins Leere gehen, oder? Vielleicht. Ich werde erstmal hier Blut hinzufügen. Und zwar machen wir das wirklich mal. Erstmal auf einen der Biber. Ja, da müssen da nur noch 2 Damage hinkommen. Oder was? Das ausgewichen? Ja, nice. So. Okay, alles geht aufs Bärchen. Das ist super. Das kriegst du ab. Gleich mal hier 10 Gift drauf geklatscht. Und ja, den ziehe ich auch noch da drüber. So. Dann zu dir. Du könntest... Okay, du stirbst. Die 10... Ach, es sind nur 6. Also wenn wir da 8 Schaden reinmachen. Und was wir machen, sind wir auf der sicheren Seite. Nice. Wuhu. Das war jetzt auch ein bisschen nicht ganz so prickelnd, ne? Ah. Zum Glück hat das keine Auswirkungen. Lass mal jetzt gucken. Wie schaut das aus? Das sind dann hier... Ah, okay. Ich will das mal kurz gucken. Moment. Das nächste Mal, dass dieser Charakter durch einen Angriff mitverliert, erhält jetzt... Ach so, das... Okay, nee, passt schon. Dann stechen wir den einfach ab. Erste Hilfe entfernt alle Blutung von den Verbündeten. Ja, das nehme ich jetzt mal. Gepanzerte Patrouille. Ach du Kacke. Nee, dann hole ich mir einmal Hartnäckigkeit. Danke. Und untersuche die übereifrigen Waffen. Ich habe keine Lust, 100 Floren zu verlieren. Du hörst, wie 2 Wachen eine Schwarzbärin wüst beschimpfen. Vermutlich ist sie eine Spionin! Spotten sie. Du kannst sehen, wie sie zunehmend nervös wird, als die Wachen sie mit ihren Waffen bedrohen. Ach, wir kämpfen. Die arme Bärin, hallo? Okay. Ja, komm. Du machst 8. Na, wir müssen doch gar nicht hier großartig verteidigen. Ich würde es aber trotzdem mal... Nein, warte mal. Und das kriegst du jetzt. Und du baust auch aber Verteidigung auf. So. Wie schaut's aus?
Du kriegst extra Bums. Zwei mal vier ist okay. Sechs und Bluten hingegen nicht unbedingt. Ich tritt ihn mal weg. Dann ist er nämlich als nächste Runde dran. Fügt das auch so fünf hinzu? Ja, wie gut. Okay, jetzt sind beide hinten. Einmal drei. Wirf eine Karte ab. Okay. Dann machst das du. Du wirfst bitte das Ding ab. Und machst einen 1x5er Vorstoß. Ah. Ja, komm. Hauptsache, wir sind da schon mal ein bisschen parat. Das Miese ist jetzt natürlich. Wir kriegen den nicht raus. Kacke. Aber ich wollte dann den extra Schaden nicht noch hier verschwenden. Ja, die eine Blutung. So, der ist tot. Jetzt müssen wir nur noch da einmal draufhauen. Oh, 13. Nicht schlecht. Einfach so weggerotzt. Passt auch. Verursacht Waffenschaden plus 8. Hm. Ja, dann nehme ich lieber Gift. Ich mag die Dots. Dots sind super. So, was hast du hier geübt? Ziehe eine Karte, wenn immer dieser Charakter eine Speziesfähigkeit nutzt. Wenn immer dieser Charakter Schaden zufügt, fügt er ein Bluten hinzu. Wow! Wenn dieser Charakter zu Beginn seiner Runde keine Verbündeten in der Reihe hat, erhält er 15 und eine Ausdauer. Das ist beides nicht schlecht. Ich mach das hier. Ich bin einfach ein... Ach, es geht nichts über Dot. Wie dieser Charakter am Ende der Runde von drei oder mehr Gegnern anvisiert, erhält er einmal Gedöns. Wenn dieser Charakter zu Beginn seiner Runde keine Verbündeten hat... 30-5-3. Oder... Wann immer die Waffenkarte dieses Charakters gezogen wird, erscheint eine versteckte Klinge in deiner Hand. Ja, dankeschön. Du hörst einen Schrei, als der kurze, blutige Kampf sein Ende findet. Ich war gar nicht hier. Ich kenne euch nicht. Ich habe niemanden gesehen. Sie läuft davon. Tschüss, Wache. Und wir kriegen nichts als Belohnung. Bootshändler, da müssen wir hin. Wir müssen uns ein Boot kaufen. Sollen wir aber erstmal hier Geld verdienen? Nee, ich kaufe dir aber gleich ein Boot. Und es gibt scheinbar verschiedene Boote. Okay. Du näherst dich dem Händler, der mit glasigen, blinden Augen durch dich hindurchblickt. Seid gegrüßt. Was kann ein alter Fischer für euch tun? Du erklärst, dass du jemanden suchst, der ein Boot am nördlichen Ausgang der Kanalisation stationieren kann, ohne zu viele Fragen zu stellen. Ich fürchte, ihr plant etwas Übles. Doch je weniger ich weiß, desto besser. Ihr werdet erzögerlich. Für 150 Floren bekommt ihr euer Boot. Wenn euch das nicht passt, habe ich andere Waren zu verkaufen. Ach, okay. Ja, dann geben wir ihm 150 Floren. Dann haben wir das Boot schon mal. Wir könnten... Okay. Eigentlich sollten wir hier dran arbeiten, ne? Ah! Aber das gibt halt auch gut Geld. Kriegt man das alles, also kriegt man das hier alles angezeigt am Ende? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, am Ende kannst du noch in eine Kreuzung gehen und dann wird alles auf dieselbe Stufe gesetzt. Wenn einer drei erreicht oder so. Lass mal gucken beim Kaufmann. So. Wir, also entweder 250 Floren oder wir verteidigen ihn. Natürliche Selektion, wenn das genetische Ziel mehr wittert. Ja, das könnten wir nehmen. Die linke Karte wäre geil gewesen für die Ausrüstung, die durch Bluten heilt. Wir könnten uns eine Stufe 2 Maus, Stufe 3 Maus oder Stufe 2 Wiesel holen. Schauen wir mal, was hat denn Janvik Redmond? 3-1, schon mal nicht verkehrt.
24, nicht verkehrt. Zwei Dolche. Was ist das denn? Verleiht Seitenwaffe. Das nächste Mal, dass die primäre Waffenkarte dieses Charakters gezogen wird, wandert dessen sekundäre Waffenkarte auf deine Hand. Aha. Okay, interessant. Verursacht für jedes Stapel Bluten des Ziels x mal 3 Schaden. Das ist... Das hört sich gut an. Was hast du? Ein Langschwert. Also ein Zweihänder für 12 Schaden, 4 Karten. 10 Rüstung. Du hast halt schon ein Talent, ne? Er will halt für hinten. 13 Schaden für 1. Kann danach aber nichts mehr spielen. Ist schon gut. Aber... Ich glaube, mit hier so Bluten und so... Nehme ich. Oh, man könnte mehr rekrutieren, wenn man das Geld hätte. Interessant. So. Dann betreten wir den Unterschlupf doch mal. Es war eine Falle. Sowas aber auch. Na gut. Dann werden wir mal ein bisschen was machen. Auf wen wird denn hauptsächlich geschlagen? 24. Ja, das passt eigentlich. Ja, das passt alles. Ich muss nicht unbedingt abwehren. Ich versuche... Hä, das hat mehr Life, ne? Ich versuche trotzdem hier mal schon mal durchzukommen. Passt auch direkt. Das reicht mir ehrlich gesagt schon fast. Sollen wir... Auf jeden Fall wird hier auch schon mal Blutung reingekloppt. Auf jeden Fall. Alrighto. Was war das Ding hier? Ach, Waffengürtel. Okay. Auf wen geht ihr? Du gehst auf alle. Du gehst auf den... Das ist nicht so geil. Okay. Wir können... mir schon mal eine reinzwirbeln. Der kriegt 17 Schaden. Das heißt, er bräuchte noch 2. So, er ist schon mal außen vor. Ihn brauchen wir gar nicht mehr kümmern. Ist 6 und 3 mal 3. Du brauchst eigentlich Verteidigung. Deine Rüstung durchbrochen wird, machen wir das so. Und die 6x4. Ja. Wir versuchen hier auch gleich, dir das 6 rauszunehmen. Okay, das kann ich auf jeden Fall abwerfen. So, mit 1x3. Das sollten wir ihm eigentlich machen lassen. Ja, jedes Mal Blutung dazu, Schneeke. Ach, er bewegt sich. Brauchen wir nicht. Du
stirbst genau nicht. Um eins. Come on. Ah, come on. Okay. Stirbt. Dann müssen wir nur noch hier die 8 Schaden irgendwie abwenden. Oh, das ging... Okay, nicht gesehen, dass der durchstößt. Auf wen gehst du jetzt? Einfach auf die beiden hier vorne für je 6. Ja, sicherheitshalber. Ja, wir haben zu wenige Karten eigentlich, um alle unsere Punkte auszuspielen. Zack. Oh, wie gut. Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Er hat noch 2. Nice. Dann ist er aber so richtig im Arsch. So, Strategie. Erhalte 5, wann immer du dich bewegst. Verursacht 5 Schaden, wann immer du einen Gegner bewegst. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Für den ganzen Kampf? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch für den ganzen Kampf, oder? Hm. Verdirbt eine Karte in deiner Hand, verursacht 8 Schaden und 3 Blutung. Jedes Mal, dass du diese Karte in deinem Kampf spielst, wird der Schaden um 8 und 3 erhöht. Könnte man vielleicht doch nehmen. Okay, Waffenschaden und 2 weitere Angriffe, wenn wir über 2 Waffen verfügen. Das tun wir. 10-1 und 10-1. Ja gut, das ist besser als das, was du jetzt gerade hast. Ja, ich nehme mal eins mit. Vielleicht können wir das ja doch irgendwie verkaufen. So, Einigkeit. Truppe zu 100% heilen? Wir brauchen keine Heilung. Charakter eine Stufe aufsteigen lassen, oder? 1000 Floren. Ich nehme die Floren. Nehmen wir die Floren. Okay, da ist ein Heilungsdienst. Ja. Ab durch die Mitte, würde ich sagen. Ab durch die Mitte. Okay. Du kriegst ein bisschen auf den Sack. Blut, 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 Blut. Du kannst den da nehmen. So. Und wir kommen da noch durch. Nice. Okay. Ja, du kriegst am meisten, deswegen holst du dir auch mal ein bisschen Rüstung dazu.
5 Damage. Auf wen geht ihr? 8 hier unten? 8 hier, das passt. Mal gucken, ob wir den da rauskriegen. Und das kannst du auch machen. Ja, wobei, du kannst den da eigentlich mitnehmen. Es gibt nochmal extra Blutung. Oh, hätte ich nicht machen müssen. Ja, übersehen, dass der schon von Bluten stirbt. Upsi. Upsi, pupsi. Wir sind anfällig, das ist ungünstig. 12 und 12 ist auch nicht so prickelnd. Er kriegt extra auf den Sack. Na gut, na gut. Alter, das sind alles nur für von dir. Aber sie kann auch alles benutzen, ne? Schade, dass sie nicht durch die Deckung kommt. Ah, habe ich da gerade einen Fehler gemacht? Lass mich noch mal kurz gucken. Ach nee, entfernt wirklich 3 für jeden entfernten Stapel. Ich dachte schon, das würde immer 3 bringen. Tut's aber nicht. So, du bist dran, du haust hier oben hin. Ich habe hier nichts zum Abwehren. Für 6. Ich schicke dich trotzdem mal hier nach hinten. Okay, beide auf den Dicken. Warte mal, 28, 37. Scheiße. Auch interessant, dass hier wirklich gut sichtbar ist, dass wir hier 15 Max Life dazu gepackt haben und 8 für beide nochmal zusätzlich. Okay, jeder Treffer verursacht Bluten. Schnieke. Schade. Das verursacht kein Bluten mehr. Wieder beide auf ihn. Für jeden Stapel bluten. Oh. Weggemessert. Dezent weggemessert. Kriegen wir den die Runde raus? Ich würde fast sagen, nein. Sonst hätte ich gesagt, ich würde den dann nehmen, um 1 zu heilen, aber nö. Das muss ja dann nicht sein. Für 8 hier unten? Ja, völlig okay. Perfektes Timing dafür. Nice. Ja. Mach's gut. Ach. Eine Runde verzögert jetzt. Ja. Er kriegt ja seinen Schaden nicht, wenn er hinten steht. Jetzt. Gut. Nachhut befindet sich der aktive Charakter in der hinteren Reihe, verursacht 6 Schaden in der vorderen. 6 für jeden in der hinteren Reihe. Ja, nee. Hm.
Wenn der nächste Angriff dieses Charakters Vitalitätsschaden verursacht, wird die Hälfte des Schadens als Blutung hinzugefügt. Oh. Das ist geil, wenn du... Das, wenn Blutung nicht abklingt, ja, aber... Für lange Kämpfe schön, für nicht so lange Kämpfe nicht geil. Außerdem kostet es 2. Ich möchte die Karte nicht haben. Dankeschön. Deck anpassen, untersuchen oder Aufwertungsmarke. Komm, wir nehmen mal eine Aufwertungsmarke. Kostet 1 Ausdauer mehr, aber die Truppe heilt 3 Wit. Oh. Das ist auch interessant. Wo möchten wir das denn hinmachen? Irgendwas, was man immer spielen kann. Ich bin geneigt, das auf den Dolch zu packen. Stand da gerade was von Verbannung? Da war das vielleicht gar nicht mal so geil, das jetzt da reinzuziehen. Na egal. Ein zufälliges Gefecht ablegen. Na komm. Geh mal zu den Wachen. Dann... Ja, schon fast wurscht. Zwölf tut bis... ja, da oben, das tut sehr weh. Könnte ich fast schon sagen. Komm du erstmal nach hinten. Zack. Okay. Dann könnten wir mit ihm noch, und das werden wir auch machen, ich leg mal das Ding hier weg. So. 23 Minuten und 3 Gift. Schnieke. Dann lebt er nur noch eine Runde. Also, ja, 2. Alle gehen auf dich. Mehr geht schon fast nicht. Uhuhu. Oh, wie gut. Das war unnötig, ja, aber das war geil. Das war super. Das sah cool aus. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Perfekt. Zack. Ah, das hätte ich mit ihm machen sollen. Mist. Wir haben kein Schild mehr. So, alles um 3 geheilt. Schneeböe. Dann müssen wir ja... Okay, mache ich den. Ja, gut. Alright. 36, der hat halt mehr als alle. Ich kann echt nicht viel machen, ne? Ja, das war's. Nicht so viel, aber auch kein Problem.
wen gehst du? Hier unten? Ja, das ist eigentlich egal. Macht das Blutung? Nein. Schade. Ich habe gehofft, dass das Blutung verursacht. Ich habe so ein bisschen... bisschen Probleme, Schaden rauszuhauen gerade. Wir brauchen mehr Damage-Karten, wie es ausschaut. Okay, jetzt kommen ein paar rein. Ja, Ach, in derselben Bahn. Warum ist hier Verbannung gelb geschrieben und hier nicht? Ach, weil das nicht erklärt wird. Ah. Okay. Wir bewegen uns nicht viel, aber wir greifen schon hin und wieder mal sowas an. Die linke Karte wäre auch interessant gewesen mit der einen Karte, die wir haben, entfernt. Oder gibt es Regeneration für jeden Stapel erschöpft, ne? Komm, wir gehen nochmal zum Kaufmann. Entweder eine Fähigkeit oder nochmal mehr Kohle. Ich gucke nach einer Fähigkeit. Markhalsige Unterstützung verleiht dem Verbündeten 15. Aktiver Charakter und Verbündete erhalten beide Dings. Das ist gut. Das gefällt mir, das nehme ich. Waffenhändler für Waffen kaufen. Wir haben gut Geld, ja. Angucken kann man sich's ja mal. Betrachte 4 unterschiedliche Nahkampfwaffen. Ja, bitte. Gute Wahl hier entlang. Die hier kosten euch 350 Floren das Stück. Macht keinen Unsinn, verstanden? Oh. Okay. Das kaufen wir nicht, das erst nach der Betrachtung. Einhändige Schwerter. Was hätten wir denn hier? Ein Dolch. Eingekerbtes Schwert für 8. 4x3? Ist das ein Einhandschwert? Ja. 5 Schaden, 2 Beitemittel. So. 6x2 und 5 Blutungen. Das wäre bei ihm vielleicht auch nicht schlecht. Das Langschwert. Machen wir mal so. Oder? Kann ich hier 2 Schwerter erreichen? Okay. Das sind dann 700, die wir zahlen. Ja, passt. Dankeschön. Chance auf Heilung, Abladen oder 500 EP. Dann nehme ich doch die 500 EP. Wunderbar, 3 Charaktere sind die Stufe aufgestiegen. Das nehme ich doch gerne mit. Das, ja. Auch interessant. Waffenschaden für Gedöns. Ja, wir müssen ihm mal eine Rüstung draufpacken, die ihm etwas zu schwer ist. Was hast du? Oh, nochmal so ein Ding. Ja. Oder? Hintere Reihe.
Ja, nehme ich mal so einen Teil mit. Und du bist noch eine Stufe niedriger. Okay. Zu Beginn jeder Runde kannst du eine Karte abwerfen, um zwei zu ziehen. Schön. Wenn du mit der Charakter Karten abwirft, erhält er eins. Oh, okay. Moment. Mordlust. Fügt deine Hand in jedem Kampf Mordlust hinzu. Jedes Mal, dass dieser Charakter einen Gegner tötet, werden die Stapel von Bla dauerhaft um 2 erhöht. Was ist das denn? Moment, verleiht Brutalität. Der nächste Angriff dieses Charakters fügt Blutungsschaden in Höhe der Stapel von Brutalität hinzu. Vertiebt eine Karte in der Hand. Nee, lass mal. Ich würde sagen, Glücksspiel nehmen wir damit. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir den Überfall überstehen. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.